Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Marvel Spider-Man 2 mit mir, dem Pyrus. Wir machen weiter. Wir haben ja noch zwei Missionen. Warte mal, wir haben noch. Ja, genau, das haben wir noch. Mr. Robertson, kam das Foto an? Ich wollte meine Bewerbung mit einem Knaller beenden. Nenn mich ruhig Robbie, Miles. Und ja, es ist fantastisch. Aber mich wundert schon, dass du aufhörst, ohne die beiden größten Attraktionen New Yorks zu fotografieren. Die Spider-Man. Ja, wirklich? Alles auf diesen Fotos. All die Geschichten. All das Leben. Nichts davon wäre ohne die Spider-Man möglich. Hoffentlich wissen sie das. Vielleicht vergessen sie es zwischendurch. Aber sie wissen es sicher. Tja, danke für die Fotos, Miles. Du bist ein Naturtalent. Das bedeutet mir viel. Danke, Robbie. Okay, zeig mir New York. Werde ich letztes Mal schon fertig gehabt? Cool. Nice. Haben wir die Verstecke, hatten wir doch alle, oder? Oder haben wir... Ja, hier haben wir alle Verstecke, da haben wir alle Verstecke. Da auch. Da auch. Hier fehlt ein Versteck. Hat er sich gespeichert? Hat er sich gespeichert? Hier haben wir auch, ne, ne. Hier fehlt kein Versteck, da auch nicht. Hier haben wir die Verstecke, da haben wir das. Da haben wir es auch, da haben wir es auch. Gab's nie eins. Ja. Na gut, ich habe gedacht, das ist da. Hä? Gab's nicht noch eine Mission? Moment mal, bin ich jetzt komplett bescheuert? Warte mal, da gab's doch noch eine Mission, oder nicht? Ja. Oh Gott, egal. Nee, die Mission. Ich wollte doch schon eben sagen, es gab auch noch eine Mission, die wir hatten. Nee, die Mission ist hier. Ein Platz für die Zukunft. Das letzte Versteck. Oh, wow. Na, okay, ist egal. Dann machen wir erstmal erinnere dich und dann machen wir die andere Mission. Okay, aber ich hab sie auf jeden Fall. Ich war eben total verwirrt. Weil ich dachte, manchmal, die Mission, die hatte ich doch. Das wusste ich doch, dass ich sie hatte. Da war ich mir hundertprozentig sicher, dass ich die Mission besitze. Dass wir das gesagt haben, letztes Mal die Sammelaufgaben machen wir noch fertig, aber die Finalmission dann, weil es nicht weiß, so spät war, weil es bei, glaube ich, 4 oder 5 Uhr, habe ich dann gesagt, dann machen wir das nächsten Tag. Oder nie, bei der nächsten Aufnahmesession. Das ist nächsten Tag. Ja, war sehr schlau. So. Weiß nicht mal, wo er dich da festhält, aber okay. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber er der ballert sich also nach vorne. Oh, da kommen ein paar Jäger. Mensch, Leute. Na wohl? Noch ein Kristall. Aber wo sind meine sandigen Freunde? Nehmen wir es einfach dankend an. Was zum Teufel? Was ist jetzt los? Erinnere dich. Ist das ein Geist? Wo bist du? Hallo? Was zum... Über den Kristall gelange ich in Markus Kopf. Ich muss nur wissen, dass es dir gut geht. Da drüben.
diese riesigen Stacheln? Schützen sie den Kristall? Okay. Und schmeißen. Das würde nicht reichen, oder? Es funktioniert, jetzt bloß nicht nachlassen. Das reicht nicht. Oh Gott. Er will uns wohl nicht hier haben. Scheiße. Da war ja mir auch klar. Na Gott. Sandiger Anfang heute. Oh, hi. Durch. Also ich gehe mal. Weiß ich, muss ich die erstmal nennen. Okay, das geht nicht. Wie schießt du den zu dir? Eigentlich raus. Jetzt. Aua. Also, ich muss einmal mal weiter werfen. Okay. Und dann kommen neue. Komm schon! Fast geschafft! Ah, okay. Ich kann mich auch nicht verwerfen, weil ich nicht immer genug nachschiebe. Sehr gut. Aua! Aua! Easy. Fuck, werde ich aufgehalten. Ja. Wurde andere. Aua! Muss ich aufpassen. Jetzt noch genug Energie, aber gut, eben auch zwei Dinger. Ja! Ey, nehme ich immer die. Oh. Jetzt. Ja. Der easy. Da ist der. Ich wollte der beste Vater für dich sein, Kimia. Douglas. Ich kann nur hoffen, dass sie dich nicht erwischt haben. Und du bei deiner Mama und in Sicherheit bist. Ich liebe dich so sehr, Mia. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Das weiß ich. Hey, ich habe schon mal angerufen. Meine Quelle im Raft sagt, dass Marco ständig eine Adresse in Queens wiederholt. Ich schicke sie dir rüber. Das solltest du dir mal ansehen. Ihre Mom. Vielleicht ist Kimia bei ihr. Danke, MJ. Kannst du eine Verbindung zu Marco im Raft herstellen? Warte, ich überprüfe das mal. Ah, kann gerade nicht geöffnet. Achso, kann gerade nicht geöffnet werden. Okay. Alter, das war nice. Okay, okay, okay. Okay, alles bereit. Ich stelle ihn jetzt durch. Spider-Man. Entschuldige. Das Chaos. Danke. Du hast mir geholfen, zu Verstand zu kommen. Ich wollte dich nicht mit reinziehen. Deine Tochter scheint es zu ihrer Mom geschafft zu haben. Ich bin dorthin unterwegs. Tust du mir einen Gefallen, wenn sie da ist? Gib ihr diese Kristalle. Sie sollen sie an mich erinnern. Alles klar. Ich hoffe, dass du bald das ruhige Leben führst, das du dir wünschst. Ah ja, das hoffe ich ihn auch. Warte mal, wir können doch mal. Wir haben noch 1000 Anzüge, ne? Da war das. Ja, nice. Jetzt sind wir so ein bisschen Batman-mäßig unterwegs. Der sieht auch geil aus. Ja, auch gut, wenn man auch so im Flug wechseln kann, ne? Die Dinge. Finde ich super, die Anzüge. Okay. Soll ich mal wieder reinzugehen? Ja, genau.
Nice. Aber das Fliegen macht schon Spaß. So. Und rüber. Juhu. Nice, geil. Ich soll jetzt am Anfang so verwirrt war, aber echt. Ich weiß nicht, warum die Mission, eine Mission dann nicht angezeigt wird. Und die machen wir auf jeden Fall gleich. Ich will auf jeden Fall ganz gerne beides gleich machen wollen. Also sei es, ja, gleich mit Onkel Aaron, dass wir das auch mal beendet haben. Und dann haben wir hier zwei Sachen beendet, dann können wir uns auf neue Sachen komplett konzentrieren. Das sieht aber auch geil aus irgendwie, ne? Irgendwie hat das was. Na? Cooler Anzug, ne? Finde ich auch. Genau meiner Meinung. Eine kleine Action-Statue, Action-Figur. Es geht dir gut. Aber kann ich nicht mehr tun? Vielleicht können Pete's Anwaltfreunde die Familie wieder zusammenbringen. Sandkörner. Okay, wir haben es geschafft. Erinnere dich, ist abgeschlossen. Alter, sogar mit einer richtigen Nebenstory. Das ist ja richtig geil. Das ist ja noch ausführlicher als im ersten Teil. Da war das nicht so. Also, nee, ich glaube, Nebenmission gab es, glaube ich, nur 2 Stück. Nicht viele. Also, Sammelaufgaben und so Nebenmission gab es super viele bei Nebenauf, aber nicht so Nebenmission, nicht so storymäßig. Oder wenn nicht so komplex. Das ist ja richtig komplex gewesen. Das war geil. Ja. Warte, ich kann mal. Ich will mal ganz kurz gucken. Einmal nach oben. Das ist für ihn. Das ist. Achso, das ist. Also wir sind jetzt dran. Okay, Central Park mit der. Würde sagen. Ja gut, dann bleiben wir Miles einfach. Ja gut, eine Sache ist für Peter. Ja, bleiben wir erstmal Miles. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf Peter wechsel, aber nö. Wir bleiben Miles. Genau, die Haupt. Ach ja, jetzt sind wir dann schon mit Felicia mit der Black Cat. Mit einer schwarzen Katze. Damit sind wir jetzt dran. Müssen wir ja machen. Es hat irgendwie was, aber. Ich finde, okay, aber ich finde, wenn man schwingt, dann sieht das ein bisschen weird aus mit dem Umhang. Aber irgendwie hat es auch was. Irgendwie ist es lustig. Müsste sein auf jeden Fall. Ja, das konnten die ja schon mal. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr oder. Ja, ich hoffe schon echt nächstes Jahr. Wenn es denn klappt. Dann wir hier das Spiel. Warum sind wir da rüberkommen? Begrüßen wir unsere Spione mal. Komm. Ich hab grad Lust. Entschuldigung. Mein Pferd kaputt gemacht. Da liegen ein paar Jäger auf der Lauer. Ja. In meiner Stadt bleibt niemand ein Hinterhalt. Tut mir leid. Hä? Freie Schussmann. Ich hab jetzt gemacht. Ich habe immer komplette Scheiße gemacht. Ich habe immer die Sprungtaste als Ausweichtaste genutzt. Ja, das war immer komplett bescheuert. Wir spielen mit uns! Geht aus dem Weg! Alter, der Scheiß ist einfach runter. Ne? Okay. Ja. Ja. Nee. Ja. Hä? Kinderspiel! Was bist du jetzt, oder was? Wow. Er ist ins Dunkel zurückgekehrt. Hä? Ach, der... Was ist überstanden? So, ich hab die einfach. Ah, okay. Verpackte Technik, das kenne ich.
Okay, gut, das war ein bisschen Chaos eben. Oh, war nicht so gut. Na naja, egal. Ja, haben wir ja gewonnen. Also es zählt, und man sieht nicht, wie es aussieht. Obwohl ich da mit meinem auch schon ein bisschen drauf achte, weil es gut aussieht oder sich auch gut anfühlt, das ist eben irgendwie nicht so geil. Hat sich gut angefühlt. Das war irgendwie ein bisschen chaotische Kämpfe von mir. Da achte ich schon drauf, weil natürlich, dass wie sauberer man kämpft, natürlich auch gerade in den schweren Kämpfen dann gut durchkommt, ne? Bei den leichten Kämpfen muss man ja nie so sauber. Entdeckt, also wir das entdeckt, ja? Also, da muss ich wieder rumfliegen. Okay, warte mal, hier gibt's. Hä? Hier wird doch gar kein angezeigt. Das gehört das hier noch zu? Nee. Das ist gut, was hier ist. Oder ist das hier so ein. Ja, aber das ist auch zwei. Und das beides bei. Oh, das ist bestimmt wieder. Ja, aber wohl, das ist aber ganz knapp. Mhm. Na, okay, nehmen wir damit zwei dafür. Ja, oder sie haben das so gemacht, worüber man es findet. Das kann auch sein. Eins da haben wir alle. Hier haben wir keins davon. Hier haben wir Fragezeichen. Hier kommen noch mehr. Ah, weiß nicht, wann wir das machen. Müssen wir nicht jetzt machen. Mal gucken. Weiß ich noch nicht, wann ich das mache. Harlem. Ah, okay. Wir sind schon in Harlem unterwegs. Dauert noch ein bisschen, bis wir das Story machen. Alter, lass uns noch ein bisschen Zeit. Oh, jetzt eh schön mit aufnehmen. Jäger entdeckt, so wieder Jäger. Oh, noch zwei. Nee, drei. Okay. Ja. Ja. Onkel? Nein, auch noch. Onkel Aaron? Wo ist der hin? Er hatte hier ein Versteck. Sie damit vor. Das sind Pläne von unserem Wohnblock. Er würde da doch keinen Überfall planen, oder? Ich sollte schnell nach Hause. Oh nein, fängt die wieder an, oder was? Also, kann ich das auch noch machen? Ah, ne. In der Haus, wo Onkel Aaron hingegangen ist. Nee, oder? Ach nee, da nicht, dass er. Was tust du da, Onkel Aaron? Ich hoffe, dass es nicht, wonach es aussieht. Ich glaube, es ist genau das, wonach es aussieht. Ja, ist doch dumm. Ich hätte. Ah. Ist auch echt gefährlich für die Autofahrer, wie ich hier schwinge. Ne? Wenn du einmal du entlang fährst und einmal schwingt das, ja, genau, guck mal schön. Für mich gerade ungefährlich. Onkel Aaron? Ich finde es gut, dass du dein Spider-Man-Kostüm so offen hinstellst, dass man einfach von draußen noch sehen kann. Das ist super. Okay. Suchen wir mal Onkel. Onkelchen. Wo er abgeblieben ist. Dieses Bild von Dad und Onkel Aaron, als sie Kinder waren. Dads Plattenspieler ist weg. Mhm. Hat er uns auch bestohlen? Eine von Dads Platten. Christmas Baby. Ich hab echt das große losgezogen. Onkel Aaron ist noch hier? Er darf dich noch mehr mitnehmen. Was hat er denn hier gespielt, sag mal?
hätte eben erst gedacht, ob vielleicht. Also. Ich hab erst gedacht, ob er vielleicht. Die Sachen mitgenommen hat, weil er überall was versteckt hat. Aber gut, ne, scheint ja nicht. Ich wusste, ich kann dir nicht trauen. Miles? Komm hier nicht mit Miles! Du verstößt gegen die Bewährungsauflagen. Du wolltest den Prowler in den Ruhestand schicken. Du hast gelogen. Wow, 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 jetzt mal langsam. Miro? Mom? Wir wollten dich überraschen, aber... Okay, was ist dir los? Als du deinem Onkel geholfen hast, war ich inspiriert. Trotz allem, was er getan hat, hast du ihm verziehen. Also wollte ich das Gleiche tun. Ihm helfen, indem ich den Mietvertrag mit unterschreibe. Nochmal danke, Rio. Wird toll, wieder Familie in der Nähe zu haben. Ich mein's ernst. Der Prowler ist Vergangenheit. Ich will eine gemeinsame Zukunft. Als Familie. Aber ich wollte mich noch erkenntlich zeigen, nicht wahr? Was ist das? Ein Prototyp aus meiner Zeit vor der ganzen Sache mit Roxxon. Könnte praktisch sein. Oh, wie schön. Ja, war einmal die Team Taubmann nicht, ne? Onkel Aaron macht wohl wirklich Platz für die Zukunft. Ein Stock höher. Das Zeug muss ich ausprobieren.